Und damit rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 17. Das ist der Antrag der Fraktion der AfD, Drucksache Nummer 20/131, Beendigung der Kooperation mit DITIB. Ich bitte um ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Redezeit sind 10 Minuten. Es beginnt der Abg. Kahnt für die Fraktion der AfD. Herr Abg. Kahnt, Sie haben das Wort. 10 Minuten. Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Mit unserem Antrag möchten wir die Landesregierung auffordern, die Kooperation im Rahmen des bekenntnisorientierten Unterrichts mit der islamischen Religionsgemeinschaft DITIB mit Ablauf des Schuljahres 2018/2019 zu beenden. DITIB als die größte islamische Religionsgemeinschaft in Deutschland ist ein türkischer Moscheeverband. DITIB unterrichtet in Hessen nur den sunnitischen, in der Türkei vertretenen Islam, mitsamt seiner besonders dort ausgeprägten reaktionären Auslegung des sunnitischen Islam. Der Verband DITIB wird von deutschen Sicherheitsbehörden äußerst kritisch gesehen. DITIB steht der türkischen Regierungspartei AKP nahe und hat in der Vergangenheit auf Geheiß der türkischen Regierung an der Bespitzelung und Denunzierung von in Deutschland lebenden oppositionellen Türken mitgewirkt. Dass der Einfluss des türkischen Staatschefs Erdogan weitreichend ist, zeigt sich in den Moscheen in Deutschland. Dort wird vielfach türkische Politik betrieben. DITIB ist in den vergangenen Jahren öfter zum Sprachrohr des türkischen Präsidenten in Deutschland geworden. Das beklagt unter anderem die Leiterin des Forschungszentrums Globaler Islam an der Universität Frankfurt, Susanne Schröter. Frau Schröter weist in diesem Zusammenhang darauf hin, ich zitiere, DITIB hat sich unter Erdogan ganz stark zu einem politischen Instrument der türkischen Regierung entwickelt. Diese Qualität habe DITIB eigentlich schon immer gehabt, aber man habe das nicht in dieser Weise genutzt, in der es jetzt Staatspräsident Erdogan tut. In der vierten Plenarsitzung dieses Hohen Hauses am 7.2. konnten wir den Beiträgen der CDU und FDP sowie Frau Staatsministerin Puttrichs im Hafturteil gegen die Hessische Friedenspreisträgerin deutlich entnehmen, wie es um die politischen Verhältnisse in der Türkei steht. Ich zitiere den Kollegen Herrn Dr. Hahn. Die Türkei im Jahr 2010 und die Türkei im Jahr 2019 sind zwei total verschiedene Paar Schuhe. Ein Rechtsstaat ist das wirklich nicht. Herr Kollege Utter sagte, doch leider hat sich die Situation der Menschenrechte in der Türkei seit dem Putschversuch rasant verschlechtert. Frau Staatsministerin Puttrich äußerte, wer sich kritisch gegenüber dem Staatspräsidenten und seiner Politik äußert, muss damit rechnen, unter dem fadenscheinigen Vorwurf der Unterstützung einer terroristischen Vereinigung verhaftet und angeklagt zu werden. Über Hessen hinaus gibt es noch härtere Kritik. Cem Özdemir, türkischstämmiger grüner Politiker, lässt auch kein gutes Haar an DITIB. Der Dachverband, so sagt er wörtlich, gehöre im gegenwärtigen Zustand nicht zu Deutschland. Zu Beginn des Jahres 2018 gab es Hinweise auf Verbreitung von Kriegspropaganda sowie öffentliche Unterstützung der türkischen Armee bei ihrem völkerrechtswidrigen Einmarsch in Nordsyrien durch hessische DITIB-Gemeinden, wie z. B. in Gelnhausen und in Dietzenbach. Zudem ließ man bei einer DITIB-Gedenkveranstaltung in Baden-Baden im April 2018 Kinder Krieg spielen und den Märtyrertod preisen. Da es hierbei zu verfassungsfeindlichen, nationalistisch
religiösen Äußerungen und Aktivitäten gekommen sein soll, ist DITIB inzwischen ins Visier des Bundesverfassungsschutzes geraten. Bereits im vergangenen Jahr war gegen Mitarbeiter DITIBs wegen Spionage ermittelt worden. Meine Damen und Herren, sind wir mit DITIB in der richtigen Gesellschaft? DITIB Hessen untersteht als Gliedverband DITIB der Bundeszentrale in Köln. Diese wiederum unterliegt dem Amt für religiöse Angelegenheiten der Türkei, Diyanet. Diyanet ist dem Staatspräsidenten angegliedert und untersteht somit direkt Staatspräsident Erdogan. Auch wenn DITIB nach deutschem Vereinsrecht autonom ist, haben dort Repräsentanten aus der Türkei das Sagen. Ein Blick in die Satzung zeigt, Diyanet-Funktionäre haben in allen wichtigen Gremien eine erschlagende Präsenz und damit Entscheidungsgewalt. Hinzu kommt neben ideologischer Abhängigkeit DITIBs auch ihre finanzielle Abhängigkeit des Staatspräsidenten Erdogan. Auch die erneute Satzungsänderung von DITIB Hessen im November 2018, wonach die Bundeszentrale künftig weder ein Mitspracherecht bei der Besetzung des Landesvorstandes habe, noch einen Landeskoordinator entsenden würden, überzeugt nicht, dass DITIB Hessen sich künftig dem politischen Einfluss durch die türkische Regierung mittels Diyanet entziehen kann. Satzungsänderungen und Mitgliederverzeichnisse veranlassten übrigens die Landesregierung Ende 2016, drei Wissenschaftler mit der Überprüfung unter anderem des Einflusses von Diyanet zu beauftragen. Die Landesregierung kündigte eine Beendigung der Kooperation mit DITIB an, sollte sich dieser Einfluss herausstellen. Bisher ist es jedoch nur bei Absichtserklärungen der Landesregierung geblieben. Einer der Gutachter betont, dass eine Religionsgemeinschaft, die Religionsunterricht an staatlichen Schulen erteilt, grundrechtsfähig sein müsse. Eben diese Voraussetzung sei bei DITIB jedoch prekär. DITIB als Organ der politischen Einflussnahme der türkischen Regierung auf die in Deutschland lebenden Türken ist negatives Beispiel für die Grundrechtsfähigkeit wie auch für die Verwobenheit von Religion und Politik mithin für den politischen Islam. Auf diese Verflechtung wollen wir hinweisen, allein deswegen, weil DITIB die Lehrbefugnis für ihre Lehrer im Rahmen der Kooperation mit dem Land Hessen erteilt und ein Mitspracherecht bei den Lehrplänen hat. Wir fordern die Landesregierung daher auf, die Kooperation mit DITIB spätestens mit Ablauf des Schuljahres 2018/2019 zu beenden. Kurios ist, dass Herr Kultusminister Lorz aus der Kritik an DITIB noch nicht die richtigen Schlüsse zieht. Zwar ließ er verlautbaren, er hege deutliche Zweifel an der grundsätzlichen Einigung, doch Konsequenzen gibt es nicht. Die Junge Union ist darin bereits viel weiter. Sie stellte schon im Jahr 2018 einen Antrag auf Einstellung der Kooperation mit DITIB. Andere Bundesländer machen es auch besser. In Nordrhein-Westfalen sind weite Teile der Zusammenarbeit mit DITIB beendet worden. In Niedersachsen gibt es Warnsignale gegenüber DITIB. Dort wurde z.B. der Vertrag mit DITIB-Imamen in Gefängnissen gekündigt. Zudem gibt es Probleme mit DITIB beim islamischen Religionsunterricht, bei dem Niedersachsen auf das Beiratsmodell setzt. Dort wurde ein neues Curriculum nicht verabschiedet, weil sich Islamvertreter daran stören, wie die Frage der Homosexualität im Unterricht behandelt werden soll. Islamverbände wie DITIB zeigen sich in dieser Frage starrsinnig, was mindestens die Folge haben müsste, dass die Besetzung der Beiräte verändert werden müsste. Doch DITIBs Landesvorsitzender droht bereits, die Arbeit DITIBs in Niedersachsen würde so oder so fortgesetzt, ob mit Regierung oder ohne, man reibt sich die Augen. Kooperation kann man das wirklich nicht nennen.
Auch in Baden-Württemberg gibt es Probleme mit DITIB. Dort will sich DITIB nicht an dem künftig über eine Stiftung organisierten islamischen Religionsunterricht beteiligen. Weil das Modellprojekt nicht fortgeführt werden konnte, gründet das Land nun eine Stiftung. Eigentlich wollte Ministerpräsident Kretschmann die vier großen Islamverbände für das Stiftungsmodell gewinnen. DITIB hat sich dem jedoch verschlossen. In Hessen stößt ein Stiftungsmodell gleichfalls auf Ablehnung durch DITIB. Eine seriöse Kooperation, verehrte Kolleginnen und Kollegen, sieht in der Tat anders aus. Auch in Rheinland-Pfalz tut man sich schwer, eine dauerhaft tragfähige Lösung mit DITIB zu finden. DITIB gilt wegen seiner Abhängigkeit von Ankara als kaum noch akzeptabel. In Herr Rheinland-Pfalz, Konrad, ich muss Sie auf Ihre Redezeit hinweisen. Ja, ist es schon vorbei? So schnell? Ja, ich komme zum Schluss. Sie sind schon in der Karenzzeit ein bisschen. Gut, ich komme zum Schluss. Als Fazit ist festzuhalten, keine Partei, kein demokratischer Politiker, kein Ministerium und keine Schule sollte sich dafür hergeben, die Ideologie DITIBs zu unterstützen, gar mit öffentlichen Geldern zu fördern. Und als Kooperationspartner scheidet er für uns in Hessen aus. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank, Herr Abg. Kahn. Nächste Rednerin ist die Kollegin Kula für die Fraktion DIE LINKE. Ja, Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Ganz ehrlich, der Antrag der AfD und jetzt hier auch die Vorstellung, das ist wirklich an Dreistigkeit und an Heuchelei kaum zu überbieten und wirklich sehr, sehr schwer erträglich. Sehr schwer erträglich. Ja, 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 hören Sie mal zu. Mit Formulierungen wie die vielfachen weiteren Strömungen im Islam bleiben im Unterricht in Kooperation mit DITIB unbeachtet, erweckt dieser Antrag doch den Eindruck, dass sich die AfD tatsächlich Sorgen darum mache, dass muslimische Schülerinnen und Schüler, die nicht DITIB angehören, keinen passenden, bekenntnisorientierten islamischen Religionsunterricht bekämen. Dass dies ein heuchlerisches Manöver ist, wird sofort bewusst, wirft man nur einen einzigen Blick in ihr Landtagswahlprogramm. Dort schreibt die AfD, dass sie den bekenntnisorientierten Islamunterricht ablehnt und fordert stattdessen einen verpflichtenden christlichen Religionsunterricht. Das steht in diametralem Gegensatz zu Ihrem Antrag, den Sie hier vorlegen. Das widerspricht sich. In der angeblichen Ausbreitung des Islam sieht die AfD eine Gefahr für die hiesige Werteordnung. Und auch unter den Abgeordneten der neuen AfD-Fraktion im Hessischen Landtag ist keiner, der sich je für die Interessen von Musliminnen und Muslimen eingesetzt hat, natürlich nicht im Gegenteil. Mit Behauptungen wie, das größte Problem im 21. Jahrhundert sei der Islam oder der Islam sei keine Religion, sondern eine politische Bewegung, die unsere Werte zerstören wolle, machen Sie ganz klar, wes Geistes Kind Sie sind. Und es ist total wohlfeil, sich hier hinzustellen mit so einem Antrag. Und auch Ihre Bemerkung gerade, Herr Kahnt, bezüglich sexueller Vielfalt und Freiheit und so, ist ja sowas von Hanebüchen. Wer unterstützt denn die christlichen Fundamentalistinnen gegen die Homosexuellen, wie bei der Demo für alle? Das ist die AfD. Also, es ist wirklich total Heuchelei. Heuchelei. Ja, ja, Beatrix von Storch. Beatrix von Storch. Sie können uns nichts vormachen. Dass die AfD-Fraktion nun einen solchen Antrag vorlegt, der im Grunde das ist, was eigentlich jetzt auch schon überall diskutiert wird, ist, entweder haben Sie jetzt Ihre Wählerinnen und Wähler an der Nase rumgeführt, oder Sie wollen hier einfach nur Chaos stiften und das politische Geschäft behindern. Das kennt man ja auch von der AfD. Man fragt sich auch, welche Werteordnung eigentlich durch den Islam gefährdet sein soll. Wenn es irgendwelche gemeinsamen Werte gibt, dann doch die, die in der Verfassung niedergelegt sind. Zuallererst die Grundrechte und damit auch die Religionsfreiheit. Das bedeutet, dass alle Religionen verfassungsrechtlich geschützt sind. Die Privilegierung bestimmter Bekenntnisse ist ebenso wie die Ausgrenzung Andersdenkender durch den Staat grundsätzlich untersagt.
und auch die Freiheit, keiner Religionsgemeinschaft anzugehören oder dem fliegenden Spaghetti-Monster zu huldigen, ist geschützt. Daher kommt auch ein für alle verpflichtender christlicher Religionsunterricht überhaupt nicht in Frage. Allerdings sehen sowohl das Grundgesetz als auch die Hessische Verfassung einen bekenntnisorientierten Religionsunterricht vor, dessen Ausgestaltung gemeinsame Aufgabe von Staat und Religionsgemeinschaften ist. Dass Kinder und Jugendliche sich in der Schule mit ethischen, moralischen, religiösen und philosophischen Fragen beschäftigen, ist auch gerade in Zeiten wie diesen dringend geboten. In Zeiten, in denen öffentlich darüber diskutiert wird, ob es in Ordnung sei, Menschen ertrinken zu lassen, ist es wichtig, den Kindern eines der obersten Werte unserer Gesellschaft zu vermitteln, nämlich, dass die Würde des Menschen unantastbar ist. Diesen Wert teilen im Übrigen sowohl Christen als auch Muslime sowie viele andere religiöse Gruppen und Weltanschauungen. Dies bildet sich auch im Kerncurriculum des Hessischen Kultusministeriums zur Ausgestaltung des islamischen Religionsunterrichts ab. Dort sind folgende Lernziele angegeben: Erwerb von Grundkenntnissen über die eigene Religion und Entwicklung einer persönlichen religiösen Sprache, Förderung der Kritikfähigkeit, sodass die Lernenden Religionsmündigkeit erlangen, Förderung und Akzeptanz und Toleranz in der Begegnung mit Menschen anderer Religionen, Kulturen, Auffassungen und Lebensweisen, Vermittlung ethischer Handlungsmaßstäbe anhand von Koran und den Überlieferungen vom Prophet Mohammed sowie die Bewahrung der Schöpfung, Barmherzigkeit, Gerechtigkeit, Achtung und Toleranz. Ja, liebe Damen und Herren, da wünscht man sich doch, dass manche Abgeordnete in diesem Hause muslimischen Religionsunterricht gehabt hätten. Allerdings gibt es auch Probleme beim bekenntnisorientierten Religionsunterricht, die wir als Linke sehen und die gelöst werden müssen. Erstens sind Glaube und personelle Überzeugungen sehr individuelle Angelegenheiten. Jede und jeder Einzelne hat wohl seine eigene Überzeugung, die Richtschnur für sein bzw. ihr Handeln ist. Dementsprechend gibt es auch viele verschiedene Religionen und Religionsgemeinschaften, so auch im Islam. Es gibt nicht den einen Islam. Vielmehr ist der Islam eine Geschichte der Interpretation aus den vielen verschiedenen Auslegungen der islamischen Schriften. Und es sind mehr als 70 verschiedene islamische Glaubensrichtungen entstanden. Doch leider sind bisher nur zwei Moscheeverbände, nämlich die DITIB und die Ahmadiyya-Gemeinde, Kooperationspartner für den islamischen Religionsunterricht in Hessen. Was ist mit anderen muslimischen Gruppierungen, mit den Schiiten, Aleviten, den Jesiden und all den anderen? Solange bekenntnisorientierter Religionsunterricht an hessischen Schulen angeboten wird, muss der islamische Religionsunterricht in Hessen deutlich breiter aufgestellt werden. Doch zusätzlich zu der praktischen Frage der Umsetzbarkeit stellt sich eine inhaltliche Problematik. Wie umgehen mit Religionen, die ihre Macht in politischen Konflikten missbrauchen? In Hessen stellt sich diese Frage ganz konkret im Umgang mit der DITIB. DITIB ist eine der größten Migrantenorganisationen in Deutschland und vertritt eine große Anzahl der hier lebenden Muslime. Allerdings, und das ist ein Problem, agiert der DITIB-Bundesverband in Deutschland nicht unabhängig, sondern untersteht dem Präsidium für Religionsangelegenheiten Dianet. Auch das Kultusministerium beauftragte Gutachten des Staatsrechtlers Josef Isensee stellt fest, dass der Moscheeverband organisatorisch, personell und finanziell von der Türkei abhängig sei. Nun hat die DITIB Hessen reagiert und erklärt, man habe den Einfluss des Bundesverbandes auf den Landesverband eingeschränkt. Trotzdem gilt, dass insbesondere seit der Verschärfung der Menschenrechtssituation in der Türkei und dem völkerrechtswidrigen Angriff auf Afrin die Rolle von DITIB in Deutschland kritisch betrachtet werden muss. Faschistischen Tendenzen muss Einhalt geboten werden in Deutschland, der Türkei und überall. Daher sind wir auch dafür. Eine Kooperation mit dem Moscheeverband DITIB muss auf den Prüfstand. Bei dem Antrag der AfD aber handelt es sich eindeutig um ein trojanisches Pferd, um den Islamunterricht in Hessen anzugreifen und die Religionsfreiheit auszuhöhlen. Daher lehnen wir diesen Antrag selbstredend ab und lassen das Pferd heute nicht unenttarnt nach Troja einziehen. Neben dem bekenntnisorientierten Religionsunterricht wollen wir als LINKE endlich auch den Ethikunterricht aufwerten und ihn dem Religionsunterricht gleichstellen. Das hat die Landesregierung bisher leider nicht geschafft. Jede Schülerin und jeder Schule, von der Grundschule bis zur Berufsschule, braucht ein einklagbares Recht auf Ethikunterricht durch eigens dafür ausgebildete Lehrerinnen und Lehrer. Dafür müssen endlich entsprechende Ausbildungskapazitäten an den Universitäten zur Verfügung gestellt werden.
Bei der Ausgestaltung des islamischen Religionsunterrichts, welchen in Hessen immerhin rund 3.150 Kinder wahrnehmen, müssen wesentlich mehr Verbände eingebunden werden. Die Fachaufsicht des Kultusministeriums soll dabei bestmöglich ausgestattet sein. Sollte die Kooperation mit DITIB beendet werden, muss das Land Hessen dafür Sorge tragen, dass der Islamunterricht unter seiner Verantwortung weitergeführt werden kann. Denn solange es in Hessen den bekenntnisorientierten Religionsunterricht gibt, muss dieser selbstverständlich auch für Muslime gelten. Meine Damen und Herren, Angriffe auf die Religionsfreiheit von Muslimen sollten wir in diesem Hause deutlich verurteilen und zurückweisen. Allein in Hessen hat es 2017 32 islamfeindliche Straftaten gegeben, 25 davon mit rechtsextremem Hintergrund. Wir als LINKE werden Angriffe auf die Rechte von Muslimen nicht hinnehmen, egal ob es sich um offene Hetze oder um versteckte Islamfeindlichkeit handelt. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Frau Kollegin Kula. Zu einer Kurzintervention gemeldet hat sich der Abgeordnete und Vorsitzende der AfD-Fraktion, Lambrou. Herr Lambrou, 2 Minuten für die Kurzintervention. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen! Sie verteidigen die Vertreter eines Diktators. Sie bauen Unterstellungen an die AfD auf, im Dutzend. Sie wollen die Realität nicht zur Kenntnis nehmen, hatte ich den Eindruck bei Ihrer Rede. Und Sie werden die Realität in den nächsten 5 Jahren zur Kenntnis nehmen müssen, denn die AfD sitzt nicht mehr oben auf der Zuschauertribüne, sie sitzt jetzt im Landtag als eine Fraktion. Und sie vertritt die Interessen von vielen Bürgern, denen diese Entwicklung, die Sie hier sehr, sehr eindeutig plakativ dargestellt haben, sehr große Sorgen macht. Und ich sage Ihnen eines, unsere Ansicht zu dem ganzen Thema DITIB ist, dass Sie und die anderen Fraktionen hier sowieso nur in die Gänge gekommen sind, sehr zögerlich aus unserer Sicht, weil die AfD in den Landtag eingezogen ist. Und wir werden Ihnen weiter Druck machen bei diesen Themen, wo in den letzten 5 Jahren viele Bürger Hessens mit ihren Meinungen und ihren Sorgen nicht vertreten waren. Das garantiere ich Ihnen. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Herr Lambrou. Wenn Sie möchten, Frau Kohler, haben Sie die Möglichkeit zur Erwiderung. Ebenfalls 2 Minuten. Nein, Sie verzichten. Danke schön. Dann kommen wir zum nächsten Redner. Das ist der Abgeordnete Schwarz für die Fraktion der Christdemokraten. Herr Schwarz, 10 Minuten Redezeit haben Sie. Hochverehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen! Wir haben nicht auf die AfD gewartet, um das Thema bekenntnisorientierten Religionsunterricht an hessischen Schulen zu besprechen. Und wir haben auch nicht auf Ihre Ratschläge gewartet, damit das einmal von vornherein hier klargestellt wird. Das Land Hessen stoppt den weiteren Ausbau des bekenntnisorientierten Islamunterrichts mit dem Kooperationspartner DITIB. Dafür gibt es Gründe. Und dieser Stopp im Ausbau ist rechtlich betrachtet die schärfste Konsequenz, die der Kultusminister zu diesem Zeitpunkt treffen darf. Denn, ich bitte Sie, das zur Kenntnis zu nehmen, wir leben hier in einem Rechtsstaat, und hier gilt Recht und Gesetz einzuhalten, und rechtliche Überprüfungen müssen im Zweifelsfall auch vor Gericht standhalten können. Da legen wir allergrößten Wert drauf. Wir sind nämlich hier als Gesetzgeber Recht und Gesetz verpflichtet, meine Damen und Herren. Und wenn infolge erst AfD und dann DIE LINKE sich zum Thema bekenntnisorientierten Religionsunterricht so breit äußert, glaube ich, müssen wir ein paar Dinge mal klarstellen. Das Land Hessen arbeitet zusammen an hessischen Schulen mit 13 Religionsgemeinschaften. Da gibt es die evangelische Kirche, da gibt es die katholische Kirche, da gibt es die orthodoxen Kirchen, es gibt die jüdischen Gemeinden, Alawiten und viele mehr.
Auch bekenntnisorientierter Islamunterricht wird vorgehalten. Seit dem Jahr 2012 gibt es eine Kooperation mit dem Landesverband DITIB Hessen. Und diese Kooperation ist zustande gekommen durch einen begünstigenden Verwaltungsakt der seinerzeitigen Staatsministerin, Kultusministerin Beer. Dieser begünstigende Verwaltungsakt ist an rechtliche Hürden gebunden. Das muss man in dieser Deutlichkeit sagen. Ich will nicht unerwähnt lassen, dass die CDU seinerzeit, und ich war bei den Beratungen dabei, ein Modell präferierte unter dem Stichwort Islamunterricht bzw. im Fach Ethik mit islamkundlichem Schwerpunkt. Aber zur Klarstellung des Jetzt und Ist sollten wir feststellen, DITIB erteilt keinen Unterricht an hessischen Schulen. Erste Bemerkung. Zweite Bemerkung. Kein Imam unterrichtet an hessischen Schulen. Dritte Bemerkung. Bekenntnisorientierter Islamunterricht wird gegeben von hessischen Lehrkräften. Vierte Bemerkung. All diese hessischen Lehrkräfte sind in Hessen ausgebildet. Der bekenntnisorientierte islamische Unterricht wird beaufsichtigt von den staatlichen Schulämtern und damit vom Kultusministerium. Und auch das muss hier gesagt werden, nicht DITIB schreibt die Lehrpläne, die Kerncurricula, sondern die Kerncurricula im Übrigen in allen Bereichen werden im Kultusministerium geschrieben und DITIB kann eine entsprechende Stellungnahme dazu abgeben, wie im Übrigen alle anderen auch. So, was hat die DITIB jetzt überhaupt für eine Rolle? Das sollten wir einfach einmal feststellen, nur zur Kenntnis nehmen. DITIB erteilt die Facultas, das ist die Lehrbefähigung für die Lehrkräfte, die in Hessen unter staatlicher Aufsicht ausgebildet worden sind. Und die Facultas wird im Übrigen auch erteilt. Bei der evangelischen Kirche heißt das Vocatio, bei der katholischen Kirche da heißt es Missio Canonica. Das ist, nur mal um es einzuordnen, eine Antwort auf die Frage, wer gibt, wer verantwortet und wer beaufsichtigt den Unterricht in Hessen. Das ist eine grundsätzliche Feststellung. So, jetzt ordnen wir es mal ein. In Anbetracht der schlimmen Ereignisse in der Türkei, die uns alle große Sorgen bereiten, in Anbetracht der Verbindung, Zweifelsohne, die besteht zwischen dem türkischen Regime mit diktatorischen Ansätzen und der Verbindung zum Dachverband in Köln, dem Bundesverband der DITIB, gilt es, und das ist die Aufgabe, die wir dem Landesverband DITIB gestellt haben, sicherzustellen, dass keine personellen und strukturellen Verbindungen zwischen dem Landesverband DITIB und der Regierung in Ankara bestehen. So, und dann gibt es ein komplexes Prüfungsverfahren. Ich bin dem hessischen Kultusminister Prof. Dr. Lorz sehr dankbar dafür, dass er im Jahr 2017 auf der Grundlage von drei Gutachten, die eben gerade ja schon benannt wurden, den bekenntnisorientierten Religionsunterricht, islamischen Religionsunterricht mit dem Landesverband Hessen über die Jahrgangsstufe 6 hinaus ausgesetzt hat und es eine Deadline gegeben hat, DITIB musste liefern. Bis zum 31. Dezember des letzten Jahres, 2018, um klarzustellen, und da legen wir allergrößten Wert drauf, allergrößten Wert, dass es eine Unabhängigkeit von der türkischen Religionsbehörde Diyanet und dem Dachverband Köln gibt. Des Weiteren gab es Hausaufgaben zu erledigen, eine vollständige Mitgliederliste, wer ist dabei, wie heißen diejenigen, die Mitglieder sind? Wo wohnen sie? All das, was die Voraussetzungen sind, nach Artikel 7 Absatz 3 des Grundgesetzes. Und natürlich den Nachweis darüber, dass es eine funktionsfähige Verwaltungsstruktur gibt, eine verlässliche Verwaltungsstruktur, auch mit entsprechenden Geschäftsführungen. Nach Prüfung der Unterlagen ist jetzt festgestellt worden, dass das unvollständig ist, seine Bringschuld DITIB gegenüber. Und deswegen, und auch da bin ich dankbar dem Kultusminister, dass er, und das ist halt ein rechtsstaatliches Verfahren, das man zur Kenntnis nehmen muss, eine weitere
ein weiteres Datum benannt hat, nämlich den 30. April dieses Jahres, bis geliefert wird. Und dann wird im Laufe dieses Jahres noch eine Entscheidung darüber zu treffen sein, ob man die Kooperation mit DITIB fortsetzen kann, ja oder nein. Und insofern, meine Damen, meine Herren, brauchen wir da keinen Nachhilfeunterricht. Wir sind da sehr klar aufgestellt als Koalition und insbesondere auch als CDU-Fraktion, dass wir den Einfluss der türkischen Regierung auf den Religionsunterricht in hessischen Klassenzimmern ausschließen. Ich betone ausschließen. Das darf nicht sein. Das verbietet sich von ganz alleine. Deswegen muss geklärt werden, was ist die Rolle des DITIB-Bundesverbandes oder des Dachverbandes. Wie ist die Zusammensetzung der Kommission, die sich um den islamischen Religionsunterricht kümmert? Und wie sind die Angaben zu den personellen, den technischen und organisatorischen Strukturen in der Geschäftsstelle? Abschließend will ich feststellen, ja, es gibt Zweifel, dass DITIB, dass der Landesverband DITIB grundsätzlich geeignet ist, den Religionsunterricht, den islamischen Religionsunterricht als Kooperationspartner in Hessen mitzuverantworten. Das sind wir in einem komplexen Prüfverfahren. Und deswegen haben wir, damit wir nicht dem Verdacht irgendwie ausgesetzt werden, wir verzichten auf einmal auf dieses Unterrichtsangebot mit dem Kultusminister ein alternatives Angebot an den Staat gebracht, unter vollständiger staatlicher Führung. Das bedeutet, wir haben alles, und zwar vollständig, alleine als Kultusministerium und damit mit der Aufsicht der staatlichen Schulämter in der Hand, ein Schulversuch ab der Klasse 7 und die Entscheidung, und das will ich noch einmal feststellen, ob es mit DITIB als Kooperationspartner weitergeht, ja oder nein, wird noch in diesem Jahr getroffen. Aber so viel, Herr Kahnt, das muss sein, muss festgestellt werden. Sie können doch nicht allen Ernstes hier hinstellen und sagen, uns ist Recht und Gesetz mal völlig egal. Ein begünstigender Verwaltungsakt hat einen rechtlichen Rahmen, der hat dementsprechend auch relativ hohe Hürden. Das muss man einfach dann als Demokrat und als jemand, der Gesetze gibt und sich an Verordnungen und Verwaltungsakte zu halten hat, zur Kenntnis nehmen. Und wir arbeiten konsequent. Und ich will es noch einmal abschließend sagen, weil meine Redezeit gleich zu Ende sein wird. In 11 Sekunden, Herr Präsident. Frau Präsidentin, ich bitte um Nachsicht. Frau Präsidentin, das werde ich mir kaum verzeihen können. Wir werden diese Situation genau beobachten, und wir werden konsequent handeln. Und deswegen machen wir einen Schritt nach dem anderen, und zwar so, dass es vor jedem Gericht dieser Welt dann auch standhält. Punkt, Absatz. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Schwarz. Als nächstes hat sich der Abgeordnete Becher der SPD-Fraktion zu Wort gemeldet. Läuft ja noch nicht. Nein. Gut. Sehr geehrte Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Mit dem Antrag der AfD sind Fragen aufgerufen, die keine einfachen oder wirklich schnellen Antworten zulassen, wenn man sie angemessen beantworten will. Die Frage nach dem islamischen Religionsunterricht steht wirklich in einem größeren Zusammenhang, in einem integrationspolitischen, in einem verfassungsrechtlichen und in einem bildungspolitischen. Sie hat auch eine Geschichte, und an ihr hängen relativ viele Weichenstellungen für die Zukunft. Und vor diesem Hintergrund kann ich das geordnete Verfahren, das der Kultusminister gestartet hat, einfach auch nur loben.
Ich glaube, es ist die richtige Weise, auf die Bedenken zu reagieren. Es wurden verschiedene Sichtweisen eingeholt, unterschiedliche Aspekte beleuchtet. Es wurden nachvollziehbare Forderungen nach strukturellen organisatorischen Reformen bei DITIB formuliert. Und der Sachstand heute besagt, dass DITIB darauf reagiert hat, es aber die Aufforderung, wir haben das gerade gehört, zu Nachbesserungen gibt. Es wäre gut und hilfreich, wir könnten das Thema auf dieser Sachebene bedenken und verhandeln. Aber ich fürchte, sehr verehrte Damen und Herren, und das stimmt mich besorgt, es schwingen dann doch ganz viele unterschiedliche Befindlichkeiten und Einschätzungen mit, und es wird etwas Mühe machen, das so zu sortieren, dass wir für Hessen wirklich eine gute Entscheidung finden. Keine gute Entscheidung wäre es, um das deutlich zu sagen, dem Antrag der AfD-Fraktion zuzustimmen. Schon der Antrag der AfD selbst offenbart so viele Missverständnisse, dass der Gesprächsbedarf offenbar ist. Wenn man einen bekenntnisorientierten Islamunterricht, also geleitet von Artikel 7 GG, will, wie in Ziffer 5 formuliert, kann man nicht in Ziffer 2 DITIB vorhalten, dass mit Ihnen als Partner ein sunnitisches Kerncurriculum herauskommt. Das wäre so, als wenn Sie beklagen würden, dass mit der evangelischen Kirche ein Kerncurriculum evangelische Religion entstanden ist oder mit der katholischen Kirche ein katholisches. Das ist absurd. Das, was Sie unter 5 vorschlagen, ist dann eben genau kein bekenntnisorientierter Islamunterricht. Das wäre konfessionsübergreifender Unterricht. Hier sind die Begrifflichkeiten unscharf und belegen mangelnde Fachkenntnis. Und damit verrutscht alles, die Problembeschreibung und die Problemlösung. Es sei außerdem an dieser Stelle daran erinnert, dass es den Versuch, organisatorisch einen Dachverband der Muslime in Hessen als Partner für einen verbandsübergreifenden Religionsunterricht zu bilden, mit der IAH, ich erinnere, Islamische Religionsgemeinschaft Hessen, bereits gegeben hat. Er ist gescheitert, und hier ist nicht der Platz, nachträglich dem eine Bewertung zu unterziehen, obwohl das spannend wäre. Wenn Sie in Ihrem Antrag eine Verengung im Curriculum auf den sunnitischen Islam beklagen, dann empfehle ich Ihnen den Satz aus Abschnitt 3 des Curriculums unter dem Stichwort Kompetenzorientierung. Da heißt es, das Fach Islamische Religion zielt darauf, Unterschiede zu erkennen, Differenzen zu markieren und auszuhalten. In diesem Sinne setzen sich die Lernenden mit ihrer Verschiedenheit auseinander und begegnen sich in wechselseitigem Respekt und Toleranz. Lesen wäre hilfreich. Spätestens, wenn wir in der Begründung des Antrags schauen, wird deutlich, was geschieht, wenn die Entwicklungsgeschichte nicht mitbewertet wird. Dass DITIB-Imame aus der Türkei finanziert und geschickt wurden, das galt schon, als der Vertrag mit DITIB geschlossen wurde. Und zur Klarstellung, wir sprechen von Imamen, nicht von Lehrern und Lehrerinnen, die islamischen Religionsunterricht an Schulen unterrichten. Ich bin seit über 20 Jahren im christlich-islamischen Dialog unterwegs. Ich beklage es seit über 20 Jahren, dass Imame nach 3 oder 5 Jahren abgezogen werden. Das ist ein Integrations- und Dialoghindernis. Immer hat man es mit Menschen zu tun, die kaum Deutsch sprechen, und es ist auch für die Gemeinden das falsche Signal. Es ist aber unglaubwürdig, dieses Argument jetzt nachträglich anzuführen, um die Partnerschaft aufkündigen zu wollen. Da stimmt was nicht. Die Ankündigung und die Anbindung an das Amt für religiöse Angelegenheit, Diyanet, war auch immer schon gegeben. Ja, und jetzt kommt der spannende Punkt. Das ist jetzt durch die politische Situation in der Türkei genau eine problematische Zuspitzung. Da wäre ich der Letzte, der das bestreiten will. Die politische Situation in der Türkei ist so besorgniserregend, die Menschenrechtsverletzungen sind so wenig akzeptabel, und es ist richtig und wichtig, dass wir uns den Blick schärfen lassen, welche Konsequenzen das bei DITIB hat und damit auch für uns. DITIB wird vor diesem Hintergrund kritisch wahrgenommen, und das hat sein Recht. Auch im interreligiösen Gespräch, wenn ich Ihnen das erzählen darf, ist eine neue Zurückhaltung von beiden Seiten zu spüren, die mich aber auch schmerzt, weil nämlich auf der konkreten Ebene vor Ort mit den Menschen in den Vereinen eine Beziehung da ist, die gewachsen ist über 20 Jahre und dies auch zu bewahren gilt, weil es ein integrationspolitischer Erfolg ist, dass wir miteinander im Gespräch sind. Ob also der Abbruch der diplomatischen Beziehungen, so nenne ich das jetzt einmal, zu DITIB als bildungspolitischen Partner zu diesem Zeitpunkt die richtige Antwort ist, ist eben eine wirklich offene Frage. Und hier hoffe ich auf ein sorgfältiges Abwägen der Landesregierung. Und das, Herr Minister, ist mehr als Forderungskataloge zu verschicken. Mir klang das eben ja auch so ein bisschen
Wir kriegen das schon rechtssicher noch hin. Ich finde, man ist mit einem Partner losgezogen, und ich würde mir in dieser Phase immer noch ein partnerschaftliches Krisenmanagement wünschen. Das bräuchte Gespräche, Erläuterungen, gemeinsame Lösungsstrategien, wenn es mehr sein soll als die rechtliche Absicherung, irgendwann gut begründet aus der Nummer rauszukommen. Ja, es braucht Klärung, und die Beendigung der Partnerschaft muss bei ergebnisoffener Prüfung auch eine Option sein. Aber ich hoffe sehr darauf, dass die Sorgfalt, die dem Gutachten zugrunde liegt, auch in den weiteren Bewertungen beibehalten wird. Im Gutachten heißt es nämlich auch, und da bitte ich jetzt zuzuhören, nach ungewöhnlich intensiver interner Prüfung liegen keinerlei Hinweise darauf vor, dass seitens der Lehrkräfte bzw. durch Einflussnahme von DİTİB Hessen, DİTİB Köln oder der türkischen Auslandsvertretung in Hessen und Deutschland politische Inhalte verbreitet oder türkische Staatsinteressen vertreten wurden. Im Rahmen der vorliegenden Begutachtung haben sich keinerlei Hinweise darauf ergeben, dass sich Lehrkräfte und die anderen an der Einrichtung und Durchführung des islamischen Religionsunterrichts beteiligten Organisationen und Personen nicht rechtstreu verhalten haben oder verhalten. Wenn wir also berechtigte Kritik an einer Organisationsstruktur und den damit verbundenen Abhängigkeiten haben, sollten wir bei der Risikoabwägung auch berücksichtigen, was auf dem Spiel steht. Wir haben mit DİTİB und Ahmadiyya als Partner in Hessen für ca. 3.200 Schülerinnen und Schülern an 56 Grundschulen einen Islamunterricht unter staatlicher Schulaufsicht aufgebaut, haben Lehrerinnen und Lehrer dafür ausgebildet, haben einen staatlichen Lehrplan, haben gute und anerkennende Rückmeldungen auf allen Ebenen bekommen, bei Eltern, Schulleitungen, Lehrenden, haben ein Gutachten, das bescheinigt, dass auf dieser praktischen Ebene es keine Gründe zur Beanstandung gibt. Das alles steht auch auf dem Spiel. Und das ist viel, meine Damen und Herren. Denn wir alle wollten dieses Thema aus der Privatheit der Hinterhöfe in das öffentliche Feld der Bildung holen. Wir alle haben in der Akzeptanz bei den muslimischen Familien auch eine Integrationskomponente gesehen. Man kann Zweifel anmelden, ob ein rein staatlich verantwortete Islamkunde das auch wird leisten können. Ja, und auf das Ende einer Kooperation werden neue Fragen folgen. Auch das muss hier einmal gesagt werden. Wie ist das danach verfassungsrechtlich zu bewerten, wenn rein staatlich verantwortete Islamkunde angeboten wird? Was bedeutet das für den Vertrag mit Ahmadiyya? Bleibt dieser Islamunterricht dann mit Alleinstellungsmerkmal bekenntnisorientiert angeboten? Das sind offene Fragen, die dann auf uns zukommen. Und vielleicht, sehr verehrte Damen und Herren, darf es ja auch ein Aspekt in der Debatte sein, dass gerade auf der Grundlage der Kooperation mit DİTİB es möglich und nötig wurde, anzusprechen, was dringend angesprochen werden musste. DİTİB wird weiterhin ein bedeutender Verein bleiben, in dem sich zahlreiche muslimische Bürgerinnen und Bürger beheimaten. Und da finde ich es gut und hilfreich, dass es auf der Seite von DİTİB ein Interesse gibt, sich mit unseren Erwartungen auseinanderzusetzen. Und ich sehe Bewegung. Die Hermeneutik des Verdachts, dass das alles nur geheuchelt ist, ist grundsätzlich kein guter Ratgeber in partnerschaftlichen Prozessen. Man könnte am Ende versucht sein, verehrte Damen und Herren, aus all den Komplikationen den Schluss zu ziehen, dass das mit den Religionsgemeinschaften an Schulen zu kompliziert ist und man es ganz einfach lassen sollte. Es sprengt den Rahmen der Debatte heute, da tiefer darauf einzugehen. Ich will es in einer These mal verdichten. Religion als Privatsache ist die elegante Variante zu Religion der Hinterhöfe. Und das macht es nicht besser. Vielmehr sollten wir in einem aufgeklärten Land alle die Erwartung haben, dass Religion selbst auskunftsfähig wird, sich darstellen und erklären kann, sich in den vernünftigen Diskurs begibt, wissenschaftliche Fragen zulässt, Antwort und Antwortgrenzen benennt, diskursfähig ist. Und das ist mehr als private Befindlichkeit. Genau das geschieht an unseren Schulen. Gäbe es diesen Religionsunterricht nicht, ich finde, wir müssten ihn in diesen Zeiten, die zu Fundamentalismus auf vielen Seiten neigen, geradezu erfinden. Auch das ist ein Aspekt, warum das Erreichte mit dem islamischen Religionsunterricht in Hessen so wertvoll ist und alle Anstrengungen wert ist, es zu erhalten. All das, Herr Minister, sage ich mit dem Respekt vor dem Verfahren, mit dem Sie geprüft haben und Nachbesserungsbedarf festgestellt haben. Ich weiß auch, dass die Zeit drängt, zu einer Entscheidung zu kommen, die aus genannten Gründen nicht einfach ist. Aber ich bitte Sie, die Abwägung nicht zu eng zu führen.
Ich bitte Sie, dem Gedanken partnerschaftlicher Hilfestellung mehr Platz einzuräumen, als dem Gedanken reinen Tisch zu machen. Wir dürfen Transparenz über Ihre Entscheidungen und Beweggründe erwarten und können, glaube ich, in den Ausschüssen und Gremien alle Hilfe bei der Bewertung anbieten. Hier sollte keine Expertise des Parlaments liegen gelassen werden. Dafür geht es um zu viel. Auch um zu viel. Die Zeit drängt auch, dass Sie zu Ende kommen müssen. Auch um zu viel, dass man dem Antrag der AfD zustimmen könnte. Vielen Dank. Thank you.